So, einen wunderschönen guten Tag. Wir werden, also wer jetzt noch nicht das Video gesehen hat, auf, also die Herausforderung, das ist jetzt einfach hier verlinkt. Ansonsten müssen Puckpuck und ich, wie viel Punkt? Weißt du noch die Punkte? 160.000. 160, also Puckpuck sagt, das ist ein Klacks. Also wird es schon klappen. So, und du wolltest jetzt, Puckpuck wollte gerne wissen, was ich, also ich bin die nette Dame hier, der ist der nette Herr. Und mal sehen, also ich habe einmal eine Bodenfalle, friert Gegner ein, muss nach dem Auslösen zurückgesetzt werden. Okay, dafür habe ich Teer. Weiter. Dann habe ich die Säure, versprüht Säure, wenn ein Gegner vorbeiläuft. Dann habe ich halt, die Deckenfalle. Die auch ja, die Videofalle also ein Fallspucker. Genau, dann ist eine Bodenfalle, ich weiß nicht, man hat am Ende, die teleportiert Gegner zurück, also die macht das keinen ist Schaden. Nee? Genau. Aber ich meine, vielleicht zählt die nicht für Kombos, wenn die keinen Schaden macht? Nee, Kombos müssen innerhalb von kurzer Zeit ausgelöst werden. Sonst unterbrichst du eine Kombo und wenn der Typ dann stirbt, bekommst du nur also zweifach oder dreifach Kombo. Das wollen wir ja nicht. Okay, dann habe ich jetzt noch so einmal so eine Wandfalle. Das ist so, die nimmt zwei Felder ein, die schnappt so zurück. Ach, nach ja, vorne, ja. Je nachdem. Dornwand. Ja, und sonst halt hier noch so Waffen. Zwergenraketenwerfer, ein Geisterkrug passiv. Fängst dich Gegner, ja, den hat glaube ich jeder. Also wenn du geschlagen wirst, aber das brauchen wir ja nicht. Ja. Und regeneriert langsam die Gesundheit noch so ein Schmuckstück, das ist ja auch eher Quatsch. Wir müssen uns die Fallen so aufteilen, dass wir mit dem Geld wirklich gut auskommen. Weil es macht kaum Sinn, wenn einer zwei teure Fallen nimmt und dann kannst du, sag ich mal, nur zwei Stück hinsetzen. Das finde ich total schade, dass man nicht Geld untereinander tauschen kann, oder? Ja, das geht nur in der Schweiz. Wenn man da ein Konto hat, nicht auf einer CD steht. So. Ich weiß nicht, soll ich das Zepter nehmen oder den Steinstab? Ich kenne die Effekte nicht von dem einen. Die Waffe, also der Steinstab trifft mehrere Gegner in Reichweite, sekundär benebelt Gegner und das andere schnelle Fernangriffe. Also bei dem einen muss man ranlaufen, bei dem anderen nicht. Das ist wahrscheinlich Fernwaffe. Okay. Also, das andere ist so ein Kettenblitz oder so ein AE? Durch der Steinstab, ich denke, man schlägst du halt einfach zu, wie mit so einem Fressschläge. Und das andere ist halt dieses ganze, was du auch und was Fergrim, glaube ich, auch hatte, was er. Okay. Dieses normale Schießen. Na gut, wir können hier erstmal reingehen, da können wir dann auswählen. Ich bin so aufgeregt. Oh, warte mal, ich sehe gerade, bei meiner Maus sind bald die Batterien alle. Ich werde mal lieber hier ein bisschen Strom anstecken. Ach, was, das schaffe ich auch alleine. Das ist kein Thema. Ja, in der Mitte drin so, oh, ich stehe hier in der Gegnerhorde. Ich bewege mich nicht mehr. Das lädt aber hier eine ganze Weile. Da. Ja. Das habt ihr jetzt eben schon gesehen. Ah, der Mann mit Hut. Jo. So, also, ich weiß gar nicht, wählen wir was aus? Ich überlege also gerade. Wenn du bei mir raufhältst, dann siehst du, glaube ich, auch, dann siehst du, also wenn hier, also, guck mal, es gibt diesen Stab und diesen Stab hier. Wenn du, kannst du bei mir draufhalten, dann siehst du, was die für Eigenschaften haben. Trifft mehrere Gegner in Reichweite. Hört sich nach so einem AE an, Kettenblitz oder sonst irgendetwas. Vielleicht macht das nicht riesen Schaden, aber du triffst mehrere, das ist schon mal toll. Ich überlege gerade, ob wir tatsächlich zwei Waffen nehmen sollen oder nur eine? Nur eins zu zwei Waffen? Also so haben wir eine Falle mehr. Achso, du meinst eine Waffe. Achso. Ja. Also meinst zwei, wir haben eine Falle mehr? Ja, wenn ich. Was meinst du jetzt? Also, wenn ich auf meine Waffe verzichte, kann ich ja eine dritte Falle nehmen. Ah. Ja, gut, das ist aber ein gefährliches halt, Spiel. Na, du hast halt, wie gesagt, viel mehr Kohle, die da flöten geht. Also. Ich schaue gerade, die Dinger sind gar nicht so günstig. Da die nicht abgedatet sind. Deshalb. Ei, ei, ei. Da glaube ich, da fahren wir eher schlechter, weil du halt weniger. Und so können wir mehr stellen. Ja, gut.
Und du meinst ja, wie gesagt, und hier, das Giftzeug brauchen wir bestimmt. Also, definitiv, Was soll ich denn hier dieses Deckending einpacken noch? Das hätten wir jetzt die gleiche Combo, die die anderen haben, glaube ich. Wo ich glaube, die hatten nicht den Steinstab. Der so rein trischt. Die hatten den Zepter der Beherrschung, glaube ich. Ihr seid für Fernangriff. Das andere musst du halt wirklich hinlaufen. Ich weiß nicht, ob wir da so. Das nicht zu gefährlich ist, wenn man mal einen nicht sieht und der einen dann trifft, weißt du? Wäre mir eher ein bisschen zu riskant. Ich würde lieber. Nee, was du meinst. Okay, machen wir so. Ja. Noch können wir ja. Mal sehen, und die. Na gut, die wählt aber auch über die volle Reichweite aus. Ach, so schön. Beim ersten kam er ja nicht zwischen Waffen und dem anderen Kram so durch. Weil dann musst du mal. Ein kleines Geschenk für dich. So, mit den Zeit ist ein. So. Wohin soll ich denn tun? Wollen wir erstmal. Ich überlege gerade. Du bist der Profi hier. Quatsch! Na klar. Ich habe das noch nicht mal durchgespielt hier, ja? Also. Habe ich auch nicht. Mir fehlen noch 3 Level. Ich versuche mal 5 Schädel zu machen und so lange bleibe ich auch an Level hängen. Und mir fehlen tatsächlich noch 2 oder 3 Level. Ja, da würde ich es platzieren, ja. Ich habe zwar ein 450, 500 habe ich, Entschuldigung. So, soll ich die lieber hier hinten hinstellen, dass es möglichst spät auslösen, oder vorne an? Die macht nicht so viel Schaden. Ich weiß, also das ist nur Gift eigentlich. Geringer Schaden mit Gift. Nicht? Gift macht, nee, Gift muss man das updaten? Ja. Nee, diese Stacheln machen, glaube ich, auch Gift. Kannst du später reinpacken, ja. Also. Gift oder einfrieren? Genau, einfrieren ist ja nicht so doll. So, also hier vorne lieber, ja? Ja. Hier so, meinst du? Ja, passt. Alles klar. Oder meinst du, ich soll lieber seitlich? Warte mal, jetzt bin ich am Überlegen. Ich komme mit meinen Freunden um die Ecke und die Falle wird ausgelöst. Sprich, das Ding erwischt, sag ich mal, 3 oder 4. Aber wenn die Freunde hier um die Ecke kommen mit 5, 6 und das Ding ist ganz hinten, dann löst es natürlich spät aus. Ich würde das tatsächlich hier in die Ecke packen, ja. Irgendwo da in hier? Die Ecke, hier? Ja. Hier, okay. Oh, ich würde mal sagen, Ox must die, oder? Okay. Denn du hast die Macht. Weil du drückst, geht's los. Ich bearbeite die schon mal ein bisschen. Oh, pass auf, bring nicht so viel vor. Nee. Hopp, du musst dich Headshot landen und. Diese Dicken, die müssen wir schon ein bisschen bearbeiten. So, wir bekommen Besuch. Sollte ich noch Federn mitbringen. Es ist soweit. Ich könnte noch oben eine setzen, soll ich? Wie du meinst. Kannst du in die andere Ecke. Oder vor dem Balken, keine Ahnung. Wir könnten, ja. So, wir bekommen Besuch. Ja, so spät wie möglich schießen. So viele Tote auf Yeah.
Kommt, kommt. Genau da. Da ist es. Hier nochmal Gift hinten stehen? Oder vorne? Such dir was aus. Ah, an die Decke kann ich ja nicht platzieren. Eieiei. Probieren mal. Ich glaube nicht, dass dein Gift die erwischt. Jetzt ist es wahrscheinlich zu spät. Na, wir versetzen was um. Aber... So, hier haben wir nochmal an der Seite Stacheln. Oh, schön. Oh ja, ja, gib's mir. Ja. Oh, Schädel. Sollen wir es aufsammeln? Nö, ne? Haben wir ja nicht nötig. Ja, nimm mal mit. So, wir sind bei 4 Minuten. Na gut, da werden wir wohl. Das letzte Welle. Wollen wir gucken, ob meinst du, schaffen wir in einer. Na, eine Minute, das ist zu knapp war. Soll ich noch was stellen? Ich hab Haufen Kohle. Oder? Ja, wie du meinst. Hier nochmal. Was ist das für eine neue Teufelei? Ich glaube, die hatten schon mal einen Sechser gehabt, wir noch gar nicht. Du kannst noch mal Pfeile hier an die Decke platzieren. Hm, komm, ist da echt schön knuffig. Wenn ich so weitermache, gehen ihm bald die Orks aus. Na, mal gucken. Von der Zeit fast identisch. Ich glaube, die haben viel, viel besser es gelöst. Ja. Ja, wenn schon, das kriegt man erst das Bodending. Ja, Kombos. Das waren die Punkte, die uns fehlten. Das fuchst mich. Ja. Trefferserie war 14, das war schon mal nicht schlecht. Ja, aber ich hätte ja nicht gedacht, dass es so knapp gerechnet ist mit den Kombos. Die Kombos ist eigentlich das Entscheidende. Hm. Ab Kombo 8, 9 fängt es lustig zu werden. Wenn du Kombo 10 hast, ist natürlich top. Hm. Dann kriegst du richtig, richtig, richtig Fettpunkte. Dann kommst du nämlich in diesen 500.000 Bereich und natürlich viel, viel höher. Ich weiß nicht, wie die auf 1 Milliarde kommen, aber... ja gut, da weiß ich nicht, was geskriptet ist oder so. Oder? Ja, könnte sein, vielleicht. Aber wenn es tatsächlich so ist und die Kombos tatsächlich auf 15 oder 20 gebracht werden, wie auch immer, kann es tatsächlich mathematisch sein, dass die auf 1 Milliarde kommen. Ja, so, weiß nicht. Machen wir gleich noch den nächsten? Oder? Ja, können wir gerne machen. Erstmal, genau. Gratulieren wir
vergriffen. Ja, ja. Sie haben dreckigen Sieg, dreckig ercheatet. Können wir nee, ach, ihr seid da. Können wir den nicht. Ah, ich hab vergessen, meinen Monitor anzumachen. Ja. Ach so, auf dem linken Monitor ohne, war das Spiel. Und du hast ohne Batterien gespielt. Genau, habe ich erwähnt, dass ich vergessen hatte, das Kabel anzumachen. Okay, dann vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und dann bis nächste Woche. Wir machen ja immer, ja. Obwohl, nee, bis morgen denn, weil dann kommt ja Sonntag die Herausforderung wieder. Richtig. Gut. Obwohl, das ist dann doch... Naja, bis das nächste Mal. Tschüss.